Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fist Forged in Shadow Torch. Wir befinden uns gerade in der U-Bahn-Station, die absolut überschwemmt war. Und die Überschwemmung haben wir aber schon behoben und jetzt können wir weiter zum Abwasserkanal. Sag mir, wo du hin willst und du bist im Handumdrehen dort. Ich würde gerne die U-Bahn nehmen zum richtigen Westfirmel. Das Westfirmel. Das richtige Westviertel. Da sind zwar nicht die Abwasserkanäle, aber da wird schon irgendwas sein, wo ich hin will. Hoffe ich, weil wir versuchen eigentlich gerade in die Abwasserkanäle bzw. in das Zeughaus zu kommen. Und ich hoffe, das Zeughaus kann ich hier ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen zeigen. Ja. Da ist eine Feuersäge. Kann man die kaputt schlagen? Wahrscheinlich nicht. Hier ist noch irgendwas. Noch eine Kreissäge. Und noch eine Kreissäge. Okay, okay. Ist ja schon mal ein sehr interessanter... Ein Ninja-Frosch! Oh nein! Tales of Iron! Ha! Hast du gedacht. Ich glaube, ich will erst nach links. Ah. Oh, der weiß nicht. Der weiß nicht, was auf ihn zukommt. Bam! Das war ja langweilig. Langweiliger Finisher. Ha! Immer weiter gegen die Wand schmeißen. Da kann er nichts gegen tun. Was will er machen? Ja! Okay. Ich muss nach oben, so wie es scheint. Dann hätte ich ja erstmal nach unten gehen sollen. Aber ist nicht so schlimm. Ich schätze, wir müssen dann später eh wieder dahin zurück. Ah, okay. Plonk. Plonk. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Hey, wir haben über 1000 Dollar. Woo! Oder wie auch immer die Währung hier heißt. Ich hoffe übrigens, es stört euch nicht, dass ich immer mal wieder ganz kurz auf die Karte gucke. Dass ich da nicht schlecht wird oder so. Aber ich muss halt kurz wissen, wo ich lang gehe. Und ich brauche halt nicht so lange, um zu gucken. Weil ich weiß ja grob, wo ich hin muss. Ich weiß noch nicht, ob hier noch irgendwas ist zum Erkunden. Ist einfach praktisch, um die Secrets zu finden. Boah, dann habe ich ja weggekommen, wo. Maulfrosch! Ein Maulfrosch! Haha! Funny! Oh Gott! Okay. Und hier lang, und hier lang, und hier lang. Achso, mein Kater macht ja immer, wenn er eine Fliege oder sowas sieht und wo er nicht rankommt. Und das nennt man Schnattern. Das machen Katzen scheinbar, wenn sie. Beute sehen, an die sie nicht rankommen. Weil sie halt einfach nicht fliegen können. Also machen sie meistens halt bei Vögeln. Und das nennt man Schnattern. Dann machen die Katzen. Habe ich auch vorher noch nie gehört. Ist auch sind meine ersten zwei Katzen. Der andere macht das auch nicht. Aber ich dachte, das ist vielleicht eine interessante Info. So mal am Rande, während wir hier gegen Ninja-Frösche kämpfen. Boah. Oh mein Gott. Übelst geballert. Ah! Er ist in den Dingern gespawnt. Was ein Idiot. Oh Gott, ich Idiot. Hier oben ist nichts weiter. Gut. Nö. Ah, das iFrames. Also nicht iFrames, sondern. Heus. Also er konnte nicht geschlagen. Also nicht gestunt werden durch einen Schlag. Gestaggert quasi. Oh, da tut mir leid. Da wollte ich nicht. Okay, hier ist noch ein bisschen Geld im Boden. Da drüben geht's noch lang. Ah! Ah! Oh mein Gott, er hat mich. Da hat er mich. Mist. Naja, komm, ich jetzt ans Geld ran. Okay. Don't do it! Du alter Schlawiner! Ich bring dich um! Hier hast du Schelle! Und hier hast du noch mehr Schelle. Oh. Halt gar nichts aus. Alles voll die Opfer. Ist hier noch was? Dinger muss ich echt mehr benutzen. Ich hätte jetzt einfach sofort heilen sollen, als ich es gesehen habe, aber habe ich nicht. So schlau war ich natürlich wieder nicht. Und irgendwie die ganzen Gimmick-Items sind zwar cool, aber so an sich brauche ich eigentlich nur den Heal. Vielleicht ein Reflex. Wahrscheinlich würde ich das anders sehen, wenn ich nicht so viel Dark Souls in meinem Leben gespielt hätte. Dann würde ich wahrscheinlich was anderes benutzen als den Heal. Aber wer weiß. Und ich kann das auch machen, wenn sie am Boden liegen. Oh. Wenn ich schon dabei bin. Wieso sollte ich meine Special Moves nicht benutzen? Oh! Wo kommt der denn her?
Oh mein Gott! Der wusste, wo ich rauskomme. Was ist denn mit euch? Oh, immer wieder auf die Fresse. Ja, so magst du es, ne? Kannst du knicken. Frösche in der Kanalisation. Ninja-Frösche in der Kanalisation. Das sind die Ninja-Turtles. Das sind Schildkröten. Aber mein, ich bin bescheuert. Wie kam ich jetzt drauf, dass Frösche und Schildkröten das gleiche sind? Meine Güte. Ich sollte nicht so lange am Stück aufnehmen. Das tut mir nicht gut. Übelst gefreut noch. Und dann dö. Oh mein Gott, kriegen wir tatsächlich endlich mal ein neues Gear-Item. Was kann ich jetzt? Multispur. Drücke beim Laufen RB, um einen senkrechten, waagerechten oder diagonalen Spur. Oh. Moment, kann ich... Oh mein Gott, das ist ja voll gut. Das ist ja super gut. Voll geil. Guck mal, jetzt kann ich zum Beispiel die Knarre ausrüsten und kann jemanden wegballern, wenn er mir zu nahe kommt. Jetzt gehen wir erstmal nach rechts. Ninjas! Oh. Tut mir leid, Alter. Ich muss dich da reinschmeißen. Ah! Don't do it, man! Hep. 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 No! Ah! Boah, jetzt kann ich auch besser ausweichen und besser gegen die ganzen Dudes kämpfen. Ich glaube, da will ich nicht reinfallen. Ich glaube, das tut eher weh. Au, Jesus. Au, nein, na, du bist ja frech, ey. Kannst du... Der trifft aber auch immer wieder. Oh mein Gott, gesniped. Au, nein. Ich hätte vielleicht trotzdem erstmal... Goddammit! Ich und meine Neugier. Ich sollte einfach mal zum Questobjekt gehen. Weil normalerweise, also bis jetzt war es immer so, wenn wir zum Questobjekt gegangen sind, zum Questobjective, dann hat sich irgendwie eine Sequenz triggern lassen und dann sind wir halt da hingegangen, haben irgendwas gemacht und dann mussten wir sowieso weiter, weil das eine Sackgasse war oder halt irgendwas Neues freigeschalten hat. Und jetzt... laufe ich immer falsch, weil ich denke, ich bin so schlau. Und jetzt laufe ich trotzdem falsch, weil ich denke, ich bin trotzdem schlau. Ach, Manno. Du bist zu. Das Spiel bulliert mich. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch bestimmt wieder der Dude drin. Wie hast du dich schon wieder... Naja. Hey, it's you again. Na, Flip. I should be the one saying that. I'll be out of here in a jiffy. Same here. I found this, but you can have it if you like. Okay. Danke, Mann. Aber ich komme trotzdem nicht zur Tür rein. Die muss ich also erst aufmachen irgendwie, ja? Lass mich raten, dafür muss ich jetzt trotzdem erst da hoch. Ah, Gnarf. Also dann doch da hoch. Hep. 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 Setz dich hier lang. No! Goddammit. Oh, die sind einfach zu schnell mit dem Schießen. Dabei sind die schon nicht so schnell. Wie halten sie nichts aus? Halt. Okay, ab wo nichts mehr aushalten. Ich halte auch nichts mehr aus. Na, mein Frosch. Komm schon! Mist! Oh nein! Yes! Combo! Finisher! Und was zum Heilen. Oh, ist das schön. Wow. Bam, bam, bam! Oh. Bam, bam, bam! Kann ihn nicht treffen. Nein! Ha! Hi! Oh! Stirb schon! Der stirbt nicht! Und der weiß immer, wo ich rauskomme. Immer diese Ninjas. Nein, du solltest den... Bam! Mein Geld! Ja, schieß ruhig in den Boden, dann schmeiß ich dich darüber. Haha!
Gut. Okay. Hallo, Herr Samurai, Sir. Nein! Ah, ins Herz. In mein kleines, schwarzes Herz. Das scheint mir ein Shortcut zu sein. Achso, Moment, ich kann ja. Haha! Ist ja nix. Damit komme ich wieder. Wieder zur Joffrey Street. Das ist schon cool. Also, es ist schon cool, wird alles miteinander verbunden. Ah, brauchen wir so einen Knopf, um das alles aufzumachen. Okay. Oh, HP. Trink! Gut. Aber wo ist der Knopf, um die Questtür aufzumachen, ist die Frage. Ich würde ja schätzen, hier links. Aber wer weiß. Also, ich meine, muss ja so sein. Halt. Meine Tiefenwahrnehmung spinnt gerade. Ich sehe auf dem Bildschirm nur noch die Hälfte. Hier muss doch... Jawohl. Irgendein Secret sein. Give me all your money. Macht das jetzt eigentlich Schaden, das Wasser? Ja. Kurz mal ausprobieren. Aha, aha. Aha! Heil mich! Mach mich wieder ganz, mach mich sauber, mach das Zeug aus meinem Fell. Dankeschön. Heißt das, ich komme jetzt zu einem Boss? Also mittlerweile sehe ich auf der gesamten unteren Hälfte meines Monitors nichts mehr. Es ist heute sehr schönes Wetter, aber das hilft mir leider nicht beim Spielen. Also wenn ich irgendwas übersehe, was offensichtlich ist, dann tut es mir leid. Aber ich sehe es tatsächlich nicht. Oha. Den sehe ich. Oh, den kleinen Hut. Ich kann leider nicht lesen, wie der heißt. Warte mal, was steht. Ah, oh, okay. Ich dachte, ich bin an der Wand sicher. Ah, oh, Ich wollte iframe. Oh mein Gott, macht das Damage. Uff. Wow. Haben wir den vermöbelt. Ach du meine Güte. Oh. Oh nein. Und ich habe schon alle meine Sachen benutzt. Ha! Okay. Oh mein Gott, stop. Stop punching. Stop doing the punchings. Oh, das hätte ich parieren können. The Pet Cemetery? Oh. Ich kann mich nicht bewegen, es war unfair. Trink. Trink, Hase, trink. Do it. Und weg. Oh mein Gott, wenn ich den Schlag mache, kann ich mich nicht mehr wehren. Ich kann mich nicht bewegen. Ah. Oh, jetzt oder nie. Kombo, Kombo, Kombo! Okay, das war richtig guter Damage. Das muss ich nur noch überleben. Boom! Shit! Ah, okay. Ich kann, während ich in der Animation bin, trotzdem geschlagen werden. Okay! Ist okay, ist okay. Ich weiß jetzt, wie es geht. Jetzt sind die tot. Ich hole mir jetzt hier mein Zeug noch. Dann wird geballert. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Thunder, 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 fury, bro. Das kannst du ruhig machen. Oh mein Gott, ist das schnell. Lass euch rauskommen. Bam. Ich muss aber den Move machen. Der macht nämlich einfach am meisten Burst. Okay, der macht am meisten Burst. Zwei. Oh, no, 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 no. Ah, Dive Kick. Kann sich jemand an das Spiel Dive Kick erinnern? Okay, der predicted, wo ich hinlaufe. Anhand meines Movements. Aber ich predicte jetzt seinen Tod. Bam.
So, jetzt predicten die wahrscheinlich meinen Tod, aber ich habe noch genug HP. Und jetzt weiß ich, was zu tun ist. Es ist Zeit, Leute zu kommen und... Oh! Manchmal ist weniger mehr. Ah, Mist. Schade, ich dachte, ich treffe beide. Oh, Jesus. Ah, Mann. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Ah, das war's wert. Nein, das war's nicht wert. Halt dich, sehr Hase. Nein. Ah, ich weiß nicht, wie man aus den Angriffen rauskommt. Es gibt keine iFrames in dem Game, habe ich das Gefühl. Ich bin einfach zu bad, das kann auch sein. Okay, jetzt sehe ich gar nichts mehr auf dem Monitor. Mein Setup ist shit. Wer hat eigentlich die Roboter gebaut? Jetzt mal. Mal so am Rande. Oh oh. Unlucky. Okay, kann ich irgendwas gegen diese Lichtsituation machen? Jetzt auf die Schnelle glaube ich nicht. Ich müsste eine Decke dazwischen klemmen, aber ich habe hier keine Decke. Ich möchte jetzt nur ungern die Aufnahme unterbrechen. Ich versuche es jetzt nochmal. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann hole ich mir was zum Abdecken. Aber... Ha, abdecken. Oh, die Sonne geht weg. Oh, das ist meine Chance. Schnell. Achso, ich kann ja auch anders jetzt ausweichen. Ah, ich kann ja nach oben springen. True. Mann! Kriegst jetzt trotzdem die übelste Schelle. Ja, do it again. Ich muss! Oh, Damage. Dafür habe ich halt im richtigen Fall gleich keine Zeit. Oh. Ich finde das frech, dass die mich einfach schlagen können. Dass die, ne? Jetzt kann ich Damage machen. Oh. Gut, das war guter Damage. Considering. All things conceded. Das hätte ich parieren können. Ah, stimmt, der fliegt dann zu seiner Faust. Vergesse ich immer. Bam. Bam. Ich bin tot. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah. Ah, und jetzt auch noch meine Titte gegen das Mikrofon geschlagen. Ah, der Kampf ist schwer. Aber hey, ich mag schwere Kämpfe, also ist das okay. Ich muss nur rausfinden, wie man ausweicht in dem Game. Ich glaube, ich muss, wie gesagt, einfach physisch ausweichen. Das sage ich ja in jeder Folge, glaube ich, ungefähr. Aber, okay. Nein! Ah, er hat mich reingedutscht. Das macht Damage. Und das macht auch Damage. Das Problem ist, wenn ich mal in meiner Animation bin, komme ich ja nicht mehr raus. Ich kann das ja nicht canceln. Das wäre natürlich noch eine gute Sache. Ich glaube, ich muss einfach kürzere Damage-Phasen machen. Einfach ein... zwei Haken links, rechts. Mühsam, ein nerviges Eichhörnchen. Da sollte ich vielleicht nicht reinrennen. Der Fight wird auf jeden Fall nix. Außer ich habe vielleicht übelst den Lauf. Ah, nein. Fast wieder reingelaufen. Bam, bam. Bam. Oh, shit. Okay, das war knapp. Jetzt habe ich gewonnen. Die erste Phase. Jetzt kommt der schwierige Teil des Kampfes. Hey. Oh mein Gott, er ist einfach auf mich zugelaufen. Das macht er normalerweise nicht. Okay. Gut. Und dann weg. Nicht zu greedy werden. Okay. Weg, weg. Gut, gut Damage gemacht. Damage, Damage, Damage. Keine Zeit, das zu parieren. Wie soll ich das? Ah. Und, ah. Oh, shit. Oh, Gott. Nein, ich hab doch Dodgen gedrückt. War mir nur eine Animation noch gefangen. Ui. Okay, bedroht. Jetzt liegt es wenigstens nicht mal im Licht. Jetzt bin ich ja too bad.
Eieieiei. Wäre ich mal lieber zuerst ins Zeughaus gegangen, aber das habe ich ja versucht zu finden. Aber da, wo ich lang bin, war es offensichtlich nicht. So, ich hab den jetzt. Ich first try den jetzt. Passt auf. Okay, ich dachte, der macht jetzt wieder seinen Live-Kick. Dann habe ich Damage-Phase, das ist gut. Nein! Ah, jetzt war das Gitter im Weg, ich konnte nicht hochspringen. Wenn die einen Angriff müssen, sind sie vulnerable. Das ist also wie in einem Beat'em-up. Okay, das... Ich darf auf jeden Fall den Power-Strike nicht machen. Das dauert zu lang. Ich darf auch nur eigentlich Zweier-Kombos machen. Oder zumindest die schnellen Angriffe. Okay, das war besser. Das war viel besser. Nicht gut, aber besser. Okay. Oh mein Gott. Ist immer einer dabei, der einfach auf mich zuläuft. Nein. Okay, ich dachte, der macht seinen Aufladeshit. Ja, das war's nicht wert. Okay. Do it again. 1, 2, 3. Das kann ich mir leisten. Und dann springe ich rüber weg. Und jetzt machen sie ihren Shit. Zu früh. Doch nicht zu früh. Nein. Ah. Schlagen, schlagen, schlagen. Und so schlagen. Und so schlagen. Das war eine gute Damage-Phase. Ah, das war nicht worth it. Der hört nicht mehr auf. Der hört auch nicht auf. Ah, Mensch. Dann ist die meisten Damage, der Rote, okay. Ist jetzt wieder soweit? Nee. In den Rücken, gut. In den Rücken habe ich dann nochmal Zeit. Aber nur, wenn sie einen langen Move machen. Oh, jetzt. Ja, ja, ja. Miss. Muss er die Wand, muss er die Wand, es muss weg. Okay, jetzt wieder Power Strike aufladen. Nein, ich war zu langsam. Ich war zu bad. Ich kam ein, aber der andere hat mich. Ah, man. So, dick und dicker. Jetzt kommt ran. Dick und dicker. Okay, jetzt springen beide. Ein Punch. Da muss ich ausweichen. Jetzt habe ich Zeit, ein bisschen Damage zu machen. Und über ihn weg. Und nochmal schlagen. So. Jeder Schlag ist ein Prozess. Wird ein Stück dauern. Oh, da habe ich jetzt gepennt. Dachte nicht, dass das der Move ist. Ah, das war dumm. Alles falsch gespielt, was ich hätte spielen können. Okay. Einen nur in den Rücken. Einmal in die Fresse. Hinter die gehen. Und Damage-Zeit. Das war greedy. Aber es hat funktioniert. Einmal schlagen. Über ihn weg. Damage-Phase. Wenn ich treffen würde. Okay, Blau muss als erstes sterben. Der kriegt am meisten Damage gerade. Der Bossfight ist auf jeden Fall sehr geil. Also, er macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich verstehe, er ist schwer. Na, ah, zu lange gewartet. Ist egal. Das war richtig guter Damage trotzdem. Obwohl ich verkackt habe mit der Kombo. Oh, das war Greed. Need for Greed. Heilen. Reinspringen. Sehr gut. Alles nach Plan. Oh! Ich dachte, der Poster hinten nur. Oh, ist wieder soweit. Jetzt! Ah! Ist egal, ist egal, ist egal. Damage. Damage. Nein! Ich habe kein Damage gemacht. Ich dachte, das reicht. Oh! Okay. Weiterhin ruhig spielen. Einfach clean weiterspielen. Den Damage nutzen, den ich kriege. Oh mein Gott. Aber nicht übertreiben. Da ist eine Schelle drin. Da ist eine Schelle drin. Da sind ein paar Schellen drin. Ah, aber nicht so viele. Dem kann ich nicht ausweichen. Alter, nicht blocken, aber dem kann ich ausweichen. Und jetzt kann ich den eigentlich ganz gut kombon. Mehr oder weniger. Oh, da liegt was zum Heilen. Hm. Oh! Haben es geschafft! Woo! Get owned!
Meine Güte, das war ja easy. Mensch. Ist das nicht schön? Wenn alles so einfach läuft. Haha. Abholen? Ah. The Legion has been looking for the Spark. The Spark is located in the Western Range. Find out what they want with the Spark as soon as possible. Urso, do you read? The Urso Logistics Hotline is always here for Ray. Why are you in such an outlying location? Stay out of areas like that unless you have to. I found a set of Legion plans. I still need to make a trip to the arsenal, too. Sheesh. Dude sure knows how to work ya. All right, the new location's marked. Eieiei, das Adrenalin fließt noch durch meinen Körper. Fühlt sich ziemlich gut an. So, da oben rechts ist ja noch irgendwas. Da will ich jetzt auch noch hin. Dafür muss ich hier runter. Also ich habe mich also wieder baiten lassen und bin die eigentlich die ganze Zeit hier richtig gelaufen. Und habe mich dann nur zwischendrin umentschieden, weil ich dachte, ich laufe falsch. Hätte aber alles, naja, ist ja. Ist wurscht, ist alles Vergangenheit. Glaube ich aus der letzten Folge sogar noch. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Ah, no! Nein, don't do it! Es macht übrigens sehr viel Spaß, die Gegner in die Kreissägen und so zu schubsen. Ein sehr befriedigendes Gefühl. Oh, ich bin Fox! Geld! Fast 2000, oder? Ja. Oh, ein Teleporter! Hey! Yay! Das ist, glaube ich, gut. Ist jetzt hier noch irgendwas? Ich kann jetzt hier einen Shortcut aufmachen oder so. Aber wo genau bin ich jetzt? Ach, ich bin jetzt wieder im Abwasserkanal. I see. Okay, okay. Ich will... Ach ja, ich kann ja jetzt einfach hochspringen. Rüber. Muss mich erst dran gewöhnen, ist neu. Zip, 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 zip. Ich möchte... Wo möchte ich hin? Nach rechts eigentlich erstmal. Erstmal gucken, was da ist. Ob da noch was zu holen ist. Vielleicht gibt es ja einen Extraktor, weil wir kriegen ziemlich wenige. Aber die kriegt man wahrscheinlich nur, wenn man sich wirklich gut umguckt. What do you mean? Wie meinst du? Oh mein Gott! Oh toll, die Süßheiten. Runter mit dir! Kannst dich mit dem prügeln. No! Muss man die fangen, die Dinger? Okay, muss ich da hinten das Ding schlagen? Ah ja. Okay, ich lerne, Leute, ich lerne. Der Boss ist wahrscheinlich optional und kam plötzlich auf mich zu. Ich konnte nicht ahnen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Weder emotional noch körperlich. Au! Das hätte nicht treffen dürfen. Oh mein Gott, alles trifft. Alles trifft bei ihm. Oh mein Gott! Ja, fahr ruhig gegen die Wand. Bleib weg! Oh, da machst du so viel Damage. Ah, shit. Der macht auch Damage. Schlag ihn doch. Nein. Oh, das rollt auch unter ihm durch. Cool, ich bin nur so One-Shot. Oh mein Gott, hab ich gesniped. Okay. Den habe ich jetzt aber. Hier nahen rot blinkende Gegner heran. Ja, Dude. Okay, erstmal die Dudes wegballern und dann. Ah, da wollte ich ihn eigentlich nicht haben. Lass mich hoch! Okay. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, dass er jetzt unten war. Nein! Dieses Drehen, dass das Schaden macht, ist halt auch Quatsch, ne? Nein! Okay. Gut. Machst du jetzt? Schießen? Ja, sehr gut. Oh,
Okay. This is garbage. Einmal heilen. Nochmal heilen. Hab nicht so wirklich einen Skill, um gut an ihn ranzukommen. Und ich bin so lang selbst in der Animation gelockt, nachdem ich schlage. Das ist der Wahnsinn. Okay, links, rechts. Wir machen das einfach ganz langsam. So, jetzt habe ich Zeit. Schwupp, das hat getroffen. Ich war in der Luft. Bam, bam, bam. Okay. Dann machst du mir halt Schaden. Die sind drehen. Da kann ich nicht raus. Ich komme da nicht schnell genug raus. Ich bin absolut dead. Ah, oh, das hat sich auch noch weggedreht, ey. Komm schon. Los. Damage Race. Lass mich raus, lass mich raus. Okay. Was macht er jetzt? Na, wieder Dinger schießen, na toll. Die versteckt mich hier oben. Oh. Nein! Ah, das war so knapp, das war so knapp. Ich zappel mit meinen Beinen. Mit meinen kleinen Hasenbeinen zappel ich. Also Outgame. Ich habe auch kleine Hasenbeine. Ah, der ist so leicht, der Boss. Aber ich kriege ihn nicht hin, weil ich zu bad bin. Oh mein Gott. Hört auf, mich alle zu snipen. Jetzt du. Und jetzt wieder der. Nein. Ah, Damage kassiert. Das wollte ich vermeiden. Gib mir was zum Heilen. Nee, natürlich nicht. Okay. Ja, gut. Gut, 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 gut. Der richtige Move, um Damage zu machen. Das ist auch der richtige Move, um Damage zu machen. Jetzt muss ich nur halt noch die richtige Taste drücken. Oh, nein. Gib ihm. Nein, ich falle auch noch in die Bomben rein. Ich muss hier raus. Und weg. Nein. Wieso spiele ich wie ein Kleinkind? Oh mein Gott. Okay, dann machen wir den in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch bisher gefallen hat, wie ich diesen Boss mit einwandfreier Einfachkeit weggeballert habe. Dann klickt auf den Abonnieren und auf den Liken-Button. Dann würde mir das sehr helfen. Ansonsten klickt auf den oberen Link, dort gibt es die gesamte Playlist zu Fist. Und unten gibt es eine Empfehlung des Hauses. Und ich bin Jergo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!